na, 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 na. Okay. Oh, oh nein, nein, das mache ich nicht. Aber Silberring. Und genau das bekommt er auch, weil er wird ja, hat ja weniger Wiederbelebungskosten. Hier, Wiederbelebungskosten für den Spieler um 50% reduziert. Muss mal gucken, ab welchem Level die hier eigentlich den das glühende Arm. Ab Level 16 könntest du das große glühende Armband nehmen, okay. Ich würde eventuell sagen, dass ich zum König gehe. Level 16, nein. Gehen wir nach Burgabend. Da ihr jetzt die Helden des Stadtdorfes seid, erregt ihr beim Herumlaufen im Dorf viel Aufmerksamkeit. Zufalls-NSC. Oh mein Gott! Mein Held! Mein Held! Umarm. Während ihr es euch in der Schenke bei reichlich mit amüsiert, lässt jemand ein Stück Papier auf eurem Tisch fallen. Schnell eine Würfelprobe, vielleicht habt ihr bemerkt, wer die Nachricht fallen ließ. Würfelt eine 1. Okay, ihr glaubt, die Nachricht sei ein Liebesbrief des Schankwirts. LOL! Ihr nehmt die Nachricht und beginnt zu lesen. Dort steht: Merkwürdige merkwürdige Geschehnisse tragen sich auf Burgabendlich zu. Der König könnte in Gefahr sein. Leider kann ich euch meine Identität auch nicht preisgeben. Das war wirklich. Er würfelt eine 1. Ein kritischer Fehlschlag natürlich. Und es war auch ein kritischer Fehlschlag, ganz ehrlich. Der ein Liebesbrief des Schankwirts. Also, das habe ich noch nie eigentlich gehört. Das hört sich aber richtig genial an irgendwo. Los, auf zur Burg. Oh, ist Level 1. Oh, verdammt. Erfolgswahrscheinlichkeit 35. Ja, Leute. Da werden wir noch einiges an Geld in die Reihen investieren müssen. Als ihr Burgabend nicht nähert, beschleicht euch ein schreckliches Gefühl. Aus dem Inneren der Burg scheint eine Aura des Bösen zu strömen. Wir sollten vermutlich trotzdem weitergehen. Auch als ihr euch dem Burgtor nähert, hat euch das schreckliche Gefühl noch nicht verlassen. Würfelt. Die Wachen haben euch vor dem Tor bemerkt. Wache 1. Tja, das sind die Gefangenen, die neulich aus dem Gefängnisturm geflohen sind. Ergreift sie! Macht euch bereit. Tötet 7 Palastwachen. Wo zum Geier? Ja! Ha! Dum, 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 dum. Spaltet sie auf. Hier kann ein Feuerball ganz nützlich sein. Würde ich mal so sagen. Spüre das heilige Licht. Spalten wir ihn auf. Lol, nur 2 Schaden. So, einmal Regeneration auf dich. Auf den Krieger. Auf den Kriegertyp da. Und Feuerball auf dich. Der Feuerball macht sehr gut Schaden. Niederstrecken. Spalten. Lol, ein Schaden. Ach.
Jetzt verstehe ich alles. Alles. Pow. Habe ich gerade eigentlich die ganze Zeit, was habe ich gerade vorhin irgendwas gesagt? Weiß es gerade gar nicht. Weil ich bin gerade irgendwo etwas abwesend, weil ich gerade nachdenke. So nebenzu. Großer Medaillon plus 5 DP. Okay. Her mit dem Gold. Oh ja, wir können was im Laden kaufen. Ich werfe 2 Schleifsteine. Und einen XP-Trank. Im Kaufrausch, was? Die Wachen zu besiegen war wohl einfacher, als ich gedacht hatte. Ihr begebt euch zum Königsgemach. Och nee, ich will den doch jetzt nicht angreifen. Nichts ist mehr. Bei eurem letzten Besuch in diesem Raum ist schon eine tödliche Kälte. Als ob ihn die Wärme der Sonne noch nie zuvor erreicht hätte. Ein Schauer läuft euch über den Rücken. Die Andersartigkeit des Raumes. Des Raums hat euch derart überrascht, dass ihr nicht bemerkt habt, dass der König gar nicht auf seinem Thron saß. Lasst uns den Raum mal durchsuchen. Vielleicht hatte der König Angst vor uns und sich versteckt. Zurzeit ist unser Ruf in der Gegend nicht gerade der beste. Ihr sucht in der Nähe des Throns und als ihr euch im Nähert schlägt die Tür hinter euch mit einem ohrenbetörenden Knall zu. Das war nicht so dramatisch, oder? Egal. Ihr seht euch um. Da steht der König nun vor der Tür und starrt euch an. Deine Augen glühen rot. Verfluchter König. In dieser Burg seid ihr nicht willkommen. Ich warf euch in den Kerker, damit ihr meine Pläne nicht durchkreuzen würdet. Unfähige Wachen. Ich werde euch für alle Zeiten von dieser Welt tilgen. Die Gruppe wird angegriffen. Ich hoffe, ich wipe jetzt nicht an dem. Super effizient, oh ja. Okay, das eins andere Mana, das ich so noch habe, das sollte ich noch nutzen. Für
Heilung. Oder dass er hat. Meine ich eigentlich. So, ein Feuerball. Niederstrecken. Wow, Edelsteinbeutel. Ein Beutel voller Edelsteine. Plus 1 auf Initiative. Die dunkle Präsenz ist vergangen. Und die Augen des Königs glühen nicht mehr rot. Dieser Ort fühlt sich nun exakt so an, wie beim letzten Mal, als ihr hier wart. König. Arg, was geschieht hier? War das ein schlechter Traum? Wir glauben, dass du und diese Burg einer bösen Macht anheimgefallen sind. Aber anscheinend ist sie nun Geschichte. Der Fluch, er ist fort. Oh, was habe ich getan? Ich danke euch, ihr Ritter des Bleistifts und Papiers. Ihr habt mich und mein Königreich von dem Wahn befreit, der mich befallen hatte. Aber was ist passiert? Vor einigen Monaten sahen meine Wachen und ich im Wald einen mächtigen Magier. Das war bestimmt Gul'dan. Mit einem riesigen Stein der Finsternis verführte er ein verbotenes Ritual. Wir versuchten ihn davon abzuhalten. Natürlich seine dämonischen Herren. Seine dämonischen Herren wollte er bestimmt auf diese Welt bringen, um sie zu unterwerfen. Aber wir konnten nur einen riesigen Stein in kleine Stücke schlagen. Hinweis: Vielleicht gibt es eine Quest, bei der nach diesen kleinen Stückchen gesucht werden muss. Nicht vergessen, das Spiel hat gerade erst angefangen. Leider hatten wir keinen Erfolg und der Magier sperrte uns in diesem Albtraum ein. Ich weiß nicht, wo er sich jetzt befindet. Ich weiß nur noch, dass er alle 4 Artefakte aus unserer Pen and Paper Welt benötigt. Wir müssen ihn aufhalten. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dorfbewohner sich nach einer guten Nachricht sehnen. Und wieder aufs Neue. Ich will noch nicht ins Startdorf. Ich will erstmal hier rasten. Hier gibt's eine gute Taverne. Da könnten wir gut rasten. Lass Charakter in der Schenke zurück. Obelix, lol. Ich will mit Obelix reden. Wie sie auf die Karte hier Dings geworfen haben. Hinzufügen. Aber erstmal ihn hinzufügen und dann ihn. So, ist die alte Ordnung wieder zurückgesetzt. Gut, dann gehen wir erstmal zum
Schmied. Oh ja, wie er herumtanzt. Kann ich nicht irgendwie ein Item haben, wo ich hier die Kosten von Dingens hier nochmal runtergesetzt werden? Nee, glaube anscheinend nicht. Schade, schade, Schokolade. Das habe ich in, hoffentlich kann ich das noch benutzen. Oh, schade. Level up. Oh ja, zwei Schleifsteine. Ich würde sagen, reisen wir zum Stadtdorf. Ja. Irgendwie mag ich das Stadtdorf, das ist so schön. Ihr erreicht das Stadtdorf, wo euch der Dorfälteste bereits erwartet. Dorfältest, willkommen zurück im Stadtdorf, Ritter des Bleistifts und Papiers. Hoffentlich habt ihr ein paar gute Neuigkeiten für uns. Der König von Burg Abendlicht hat uns erzählt, was er wusste. Wir konnten den Fluch von ihm nehmen. Das sind großartige Neuigkeiten. Es freut mich, das zu hören. Ich werde dem König schon bald meine Aufwartung machen. Danke für eure Hilfe. Quest done. Geil. Wie viel XP brauchst du denn eigentlich noch zum Level Up? Oder zum nächsten wieder? Kampftraining. Es ist erstmal sehr wichtig, den Magier auf Nick Breakdance Oma im Kaufrausch, was? So, der Pizzabote kriegt jetzt wieder ein paar EP-Tränke reingedrückt. Kleiner Stein der Finsternis, Karotte, lol, Karotte auf Level 5. Rettungsmission, Händler Level 9, Großvater Level 3. Großvater. Ein Kind kommt auf euch zu und spricht euch an. Kind, habt ihr meinen Großvater gesehen? Ich kenne ihn doch gar nicht. Woher soll ich da wissen, wo er ist? Jetzt aber ist doch nur ein kleines Kind. Muss doch wirklich so gemein sein. Keine Sorge, wir werden ihn suchen. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Gefahr um den Gegenstand Großvater zu retten, müssen alle drei gegnerischen Angriffe besiegt werden. Oh mein Gott! Es sind Ratten! Ja! Und ein Gold. Mein Gott, es sind Fledermäuse. Spalten wir sie mal ein bisschen durch. Und Flatsch. Oh mein Gott, eine Elite-Ratte. Wow. Die war sehr stark. Lasst uns die ganze Nacht durchspielen. Großvater, vielen Dank. Ich kam nicht mehr aus der Kirche, weil sie voller Monster war. Juhu, Großvater ist zurück. Quest done, ihr habt es geschafft. Erstmal schlafen. Wow. Richtig lange schlafen. Ich bin entzückt. Ich liebe es, Gold auszugeben. Ja, er hat ein Level Up. Feuerball. Und neue Quest.
Rettungsmission Händler. Überbringen. Edelsteinbau.